Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich das alles erkämpft hat, war Takeru, der König der Straßenbank. Als er zuletzt gesehen wurde, waren seine letzten Worte: Ihr wollt mein Bier? Den könnt ihr haben! Sucht ihn doch! Irgendwo habe ich das größte Bier versteckt! Die Taverne ist offen. Der Tavernenwirt ist da. Aber ist geschlossen. Dann störe ich nicht. Bier? 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 Kriegen wir Bier? Wir haben geschlossen, tut mir leid. Oh, können Sie uns wenigstens eins zu mitgeben? Heute nicht mehr, tut mir leid. Was ein Service. Ja, dann hopp, hopp, ja, hopp, ja, hopp. Ja, 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 ja. Beruhigen Sie sich. Ich versuche, Handelsrouten zu finden, wo ich meine Taverne eröffnen könnte, eventuell. Taverne? Ich werde mein eigenes Bier brauen, dazu muss aber erst meine Taverne entstehen. Wir tun alles dafür. Brauchen Sie Hilfe? Wie können wir Ihnen helfen, dass wir möglichst schnell Bier bekommen? Informationen zu Handelsrouten, ein bisschen Papier, um die Baumeistergilde zu informieren. Ja. Und Bier. Wir kümmern uns ums Bier. Also Weizen versorgen. Ich habe noch ein bisschen Weizen rumliegen. Und ich kann Ihre Kreation ausprobieren. Falls Sie einen Vorkoster brauchen. Ich glaube, das könnte noch ein wenig dauern. Einfach warten. Einfach warten. Was machen wir? Wir warten. I get not down, but I get up again. Was ist das für eine Sprache, die Sie sprechen? Ich habe keine Ahnung. Das hat mir mal irgendwas in meinen Gedanken, hat mir das mal vorgeflüstert gesungen. Ich weiß auch nicht, was das sein soll, aber... Sie verwirren mich. Denkt ihr, wenn wir auf dem Pferd der Königin durch den Thronsaal reiten, dass wir dann schneller... Ja, wir werden geköpft. Ich, ja. Auch. Ja. Wir werden gehangen. Das ist nicht so lustig, wie sie sitzen und lachen. Entschuldigung. Kennen Sie Schere, Stein, Papier? Das habe ich von diesem Spiel habe ich, oder von der Gegenstand, oder was auch immer es ist, noch nie in meinem Leben gehört. Entschuldigung, Sie mit dem blauen Haaren. Ja. Ist die Stadt immer so leer? Wieso fragen Sie mich? Ich glaube, Sie sehen nach einem Einwohner dieser Stadt aus. Ich nicht. Sieht das echt? Ist es so auffällig, dass ich auf der Straße lebe? Ich weiß nicht. Diskriminieren Sie mich jetzt wegen meiner Rasse? Nein, weil wir haben... Ansehnliche Brille. Nee, weil wir haben nicht wegen der Rasse, sondern weil vielleicht leben Sie mehr im Wald oder Wüste. Vielleicht bevorzugen Sie das. Das ist... Das müssen wir... Ich wollte jetzt nicht unhöflich klingen, aber ich weiß ja nicht was. Sie haben ein Vorurteil gegenüber den Herrn Ork? Nein! Nein, so meinte der Herr das gar nicht. Nein! Das. Ziehen Sie ihn doch nicht aus. Wegen meiner Haut muss ich jetzt natürlich im Wald leben. Ist ja wieder klar. Sie haben Vorurteile. Sie tragen... Das ist ja noch schlimmer. Sie sagen... Sie haben Vorteil und haben dabei ein Kreuz auf der Brust. Schämen Sie sich nicht? Wir werden hier gerade Wörter angedeutet, die ich nicht gesagt habe. Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Waldbewohner. Moment. Also erstmal möchte ich anmerken. Seien Sie doch nicht. Also mich sehen Sie direkt als Anwohner dieses Königreichs. Ihn sehen Sie als Wald/ Wüstenmensch? Und wie sehen Sie Ihren Freund? Als Haustier oder? Also bitte. Also ist er Ihr Haustier? Nein! Okay. Nein, er ist Sie so, sagen so doch, will ich das jetzt nicht sagen. Darf ich Ihren Namen erfahren? Das melden wir der Königin. Sagen Sie uns bitte Ihren Namen. Sag mal, in welcher Situation haben wir uns hier reingebracht? Sie haben angefangen. Ich habe nur gefragt, weil ich wissen wollte, ob die Stadt immer so leer ist. Sie haben angefangen. Also ich. Ich dreh gleich durch hier. Um Ihre Frage zu beantworten. Ich wohne hier. Und nein, die Stadt ist nicht immer so leer. Die Leute sind einfach nur... viele Leute wollen einfach nur schlafen.
Mein Name ist Takeru, Takeru Takano. Ich lebe auf der Straße, bin König der Bank. Also der Straßenbank, nicht der Bank, der Bank da hinten, sondern der Straßenbank. Und, ach so. Und wenn Sie, Warum haben Sie kein Haus hier? Ich habe die Bank. Ja, aber was machen Sie, wenn es regnet? Auf der Bank liegen. Ja, unter dem Baum. Unter der Bank. Wollen Sie ihm jetzt auch noch vorschreiben, wie er zu leben hat? Nein! Was war denn eine Frage? Ich möchte Ihnen jetzt gar nichts unterstellen, aber trinken Sie gelegentlich etwas, ja, etwas Met oder Bier? Ja. Dann sollten wir mal zusammen in die Taverne gehen. Oh, das ist eine. Vielen Dank. Oh, vielen Dank für die Einladung. Ich würde Sie einladen, ja. Natürlich auch. Oh, das ist aber sehr freundlich von Ihnen. Das hätte Ihr Freund ja auch machen können, nachdem er uns hier beide beleidigt hat. Aber also, ich trinke leider nicht. Verzeihen Sie ihm das. Sie wissen schon, dass Sie auch in der Taverne auch Kaffee bekommen. Nee, um ehrlich zu sein, ich habe bei einer alten Heimat gab es bei unserer Taverne nur Alkohol, um ehrlich zu sein. Sind Sie sicher, dass es wirklich eine Taverne war und nicht ein anderes Gebäude? Eventuell ein Freundenhaus? Nein, das war sicher eine Taverne. Haben Sie überhaupt irgendwelche Freuden in Ihrem Leben, wenn Sie keinen Alkohol trinken? Naja, ich wurde eher verscheucht, weil ich aus meinem Dorf verscheucht, weil ich als einziger nicht magiebegabt war. Tö. Nicht magiebegabt, kennt es ausgeschlossen zu werden, weil man anders ist und geht direkt auf mich. Ist ja wieder klar. Fräulein Mimi, können Sie vielleicht eventuell einen Stuhl für den kündlichen Berater hier in dem Fall hinstellen, damit er auch alles zuhören kann? Gehen Sie zur Seite. Ich glaube, dort ist der. Ich stelle ihn noch einmal. Also, ich finde es interessant, wenn der königliche Berater hinter uns sich befindet. Ich finde es vorzüglich, ich finde es wunderschön. Ich also, steche sie von hinten ab im Zweifelsfall. Bitte nicht. Nicht schon wieder. Verzeihung, sehr Verzeihung. Gut. Okay. Also, nehmen Sie dich auch einen Stuhl und setzen Sie sich. Also, fangen wir erstmal an. Wir haben ihren Auftrag da durchgeführt und sind dementsprechend. Ich hau auf, es mit den Händen rumzuwuchteln. Und Thema Massenproduktion ihrer Spucke, da reden wir nochmal anders, ne? Schweigen Sie am besten. Machen Sie es gut, vielen Dank für die Audienz. Takeru, Sie wissen schon, dieser Besen hier, das ist kein normaler Besen. Der ist sehr, sehr mächtig und Madame Mimi hat eine sehr hohe Stärke. Und tatsächlich, ich sag immer gerne, wenn sie irgendwann mal wirklich böse wird, dann macht sie einen königlichen Bonk. So habe ich das genannt und so werde ich das erschaffen und so wird es auch sein. Können Sie diesen einmal an mich durchführen? Ich glaube, außerhalb der Königreiche, wir dürfen das hier nicht machen. Ah, okay. Ich stehe für jegliche Sache bei Ihnen zur Verfügung. Sir Takeru, bitte kommen Sie einfach mit. Bevor Sie sich hier noch unbeliebt machen. Das ist schon zu spät. Ich habe noch eine Kartoffel für Sie. Ich glaube, jetzt kommt die Liebe. Schön. Guten Tag. Vielen Dank.